Hey Freunde, was geht? Wir befinden uns gerade auf mixelpixel.net und sind hier auf meinem Grundstück. Warum habe ich hier Endstone? Weil ich ja eigentlich was gepflanzt hatte, was dann aber irgendwie sich dann in Luft aufgelöst hat. Ich danke weiterhin dem Spender hier für den Spendern, wer auch immer dahinter steckt, für Stuff. Gerne mehr. Danke dir. Ja, liebe Freunde. Ich bin mal wieder etwas in Vorproduktion hier und ich muss sagen, der heutige Tag, ja, der war schon ganz gut. Allerdings weiß ich gerade auch selber nicht so. Natürlich hätte alles bisschen besser laufen können, aber so what, das ist Real Life, das ist Realität, liebe Freunde. Mehr dazu gibt es halt erstmal nicht. Auf Anfrage vielleicht gerne, aber so erstmal nicht. So, was machen wir heute? Ich wollte euch also noch mal ein bisschen hier rumführen und noch mal euch einiges zeigen. Oh Mann. Wie viel Level muss man haben bei Too Expensive? Ja, das läuft doch nicht, Leute. Wenn es zu teuer ist, könnt ihr es nicht reparieren. Und zwar, ihr wisst so, ihr kennt ja hier die drei Dinger. Aber das Gebäude kennt ihr noch gar nicht. Ja, war Spaß. Ist klar. Ist klar. So, dieses Gebäude. Ja. Es ist ebenfalls meine Hütte. Und somit habe ich alle vier Grundstücke. Ich wollte das natürlich erstmal nicht zu laut sagen, weil es hätte sein können, dass mir vielleicht dieses Grundstück auch noch jemand wegschnappt. Am liebsten hätte ich das natürlich in einem Viereck verbunden, sodass ich es besser merchen können würde. Hat so nicht funktioniert. Mein Geld ist ziemlich weit geschrumpft. Aber ihr seht hier, das hier ist ja nicht schön, aber praktisch gehalten. Ich werde mich jetzt also so weit hocharbeiten, dass ich in meiner Level 50 werde und werde mir dann danach möglicherweise den einen oder anderen Spawner besorgen und danach vielleicht sogar noch ein paar Eggs. Ich muss mal schauen. Auf jeden Fall ein Egg habe ich ja noch. Dann ist das hier meine Gemüsefarm und das hier hinten meine andere Farm. Dementsprechend kann ich da auch einige Tiere hochzüchten, vermehren, wie auch immer, ohne Probleme. Das hier ist mein Shop, der ist immer noch nicht fertig und auch noch nicht eingerichtet. Also das dauert einfach zu ewig, weil ich hier absolut alleine daran arbeite und vieles einfach irgendwie überdenken muss, nicht so die Zeit habe und auch nicht so die Lust momentan. Ich muss auch sortieren. Mittlerweile sind ja so gut wie alle Kisten, die wir hier stehen haben, sowohl die auch hier oben, querbeet voll mit allem möglichen Stuff. Müsste also auch wieder sortieren. Ich müsste theoretisch Eisen schmelzen, ich müsste Gold schmelzen, ich müsste Essen zubereiten und, liebe Freunde. So, mal gucken, was meine Fischis machen. Okay, alle vier am Leben, allen vier geht's gut, wunderbar. Der Chat rastet heute schon den lieben langen Tag aus. Was los ist, keine Ahnung. Wobei ich hier ja auch schon einiges wieder umgeändert habe, wie ihr seht. Allerdings erinnert mich diese, ja, rote Keramikziegelkonstruktion an einen etwas sehr, sehr unschönen Vorfall, einen etwas sehr, sehr schönen, etwas sehr, sehr unschöne Zeit aus meinem Leben. Deswegen gehe ich da gar nicht näher drauf ein. Ja, liebe Freunde, das soweit hier an dieser Stelle. Wir begeben uns jetzt mal in die Farmwelt. Wie passend, ein Schneebiom. Wir sind heute schon ein paar Mal in Minenregionen gelandet, das war auch ganz nice, aber ja, so ein Schneebiom bringt uns jetzt nicht so wirklich viel. Heute haben wir allerdings ein bisschen. Okay, hier gibt es Schafe und Wölfe. Nice. Free Food. Heute haben wir allerdings ein paar Diamanten schon gefunden. Und ja, wie gesagt, ich bin hier absolut in Vorproduktion. Ich habe gesagt, ja, kein Daily Content. Das wird es auch in Zukunft nicht geben. Ich werde aber be mich bemühen, immer wenn ich Zeit und Motivation habe, ein Video für euch rauszuhauen. Aktuell sind wir jetzt hier auf der Suche nach irgendwelchen lebenden Wesen. Ja. Kann man das eigentlich als lebend bezeichnen? Ist ein Zombie lebend oder ist er tot? Eigentlich ist es ja ein toter Untoter.
ein untoter Toter? Strange. Strange. Allein die Vorstellung. Okay. Machen wir mal Disco mit dem Inventar. Auch nicht schlecht. Keine Ahnung, was da wieder gerade lief, aber gut. Eine Kühe, die macht Mühe und zwei Kühe machen Mühe. So. Zack, 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 zack. So. Gut. Haben wir alles eingesammelt? Ich hoffe ja. Dann geht es auch direkt weiter. Hier den Fichten, Schneefichtenwald empor nach oben und ist der Finger oben, wird man dich loben. Und ja, wer meinen Kanal hier verfolgt, der wird auch mitbekommen haben, okay, Minecraft bzw. Mixelpixel ist nicht das einzige Spiel. In Zukunft könnt ihr übrigens auch darüber abstimmen, ob ich dann noch eine Folge Mixelpixel aufnehme, auf einem anderen Server aufnehme oder ob ich vielleicht wieder mal eine Survival-Folge mache oder ähnliches. Da steht, wie gesagt, euch frei. Das könnt ihr entscheiden. Stimmt dafür einfach in den Kommentaren ab. Sagt einfach, ich würde gerne das und das sehen. Also das und das, ne? Das entscheidet ihr dann. Darüber könnt ihr dann letztendlich abstimmen. Okay. Und alles Weitere, wie gesagt, ist jetzt letztendlich die Sache von euch, was ihr gerne sehen würdet, denn ich möchte euch auch mal so ein bisschen mit einbeziehen. Die ganze Zeit mache ich ja hier YouTube für euch, aber mit meinem Content. Das liegt halt daran, dass ich euch schon öfter die Chancen gegeben habe, etwas dazu beizutragen, zu sagen, okay, ich würde gerne das sehen oder ich würde gerne das sehen. Und leider kam bis jetzt halt absolut überhaupt keine Antwort. Sodass ich dementsprechend hier meine ganzen Sachen weiter durchgezogen habe. Und ich weiß, dass viele, viele jetzt meinen Kanal striken. Einfach so aus Juxendollerei, aus Laune, aus Gründen. Vorgeschobenen Gründen, aber gut. Wie gesagt, auf manche Sachen habe ich einfach keine Antwort mehr und werde ich auch keine Antwort mehr geben. Ist ganz klar. So. Jetzt rennt die Kuh weg. Das ist nicht. Das liebe ich ja so, wenn der Server sowieso schon ein bisschen voll ist und ja. Die Tiere dann so extrem spacken, aber gut. So, damit haben wir schon wieder mal ein bisschen Leder und ein bisschen Essen zusammengesammelt. Wir schauen also hier nochmal, was uns noch so begegnet. Wer weiß, auf was wir heute noch stoßen werden. Vorhin hatte ich heute auch wieder ein Piratenschiff gehabt. Oh, fucking Enderman. Wagis, Wagis, Wagis. Ja, toll. Ich habe ihn getötet, ich habe Schaden bekommen, aber er hat nichts getroppt. Ja, moin. Ja, moin. Ich habe jetzt ausnahmsweise mal damit gerechnet, dass er vielleicht was droppen würde. Das ist auch der erste Enderman hier auf diesem Server. Ihr wart das gerade live dabei. Der erste Enderman auf diesem Server, den ich zur Strecke gebracht habe, den ich überhaupt angegriffen habe. Gegen den ich mich also auch verteidigt habe somit. Ja. Und dann so eine Pleite. Aber gut, es kann nicht jeder Tag Sonnenschein sein, auch wenn es, ja, so gut wie keine Sonnenscheintage gibt. Im Übrigen möchte ich euch gleich nochmal etwas anderes zeigen, denn ihr seht ja immer mal wieder im Chat kommt die, der Hinweis darauf, dass viele Leute eine Auktion starten. Eine Auktion ist wie so ein Verkauf, falls man es einfach so nicht los wird. Und dementsprechend, ich sag mal so, eine Plattform wie eBay und ja. Ich habe heute sogar einen Schnapper gemacht. Es gab zum Beispiel eine Spitzhacke mit, ich glaube es war Behutsamkeit, FI4 und keine Ahnung. Ich glaube Haltbarkeit. Kann das hinkommen? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich müsste gleich mal zu Hause nachschauen. Das machen wir auch jetzt erstmal. Die habe ich für $750 nun bekommen. Andere nehmen da locker das 20-fache dafür, also um die 16.000 oder noch mehr. Das war sie gewesen, meines Wissens nach. Hier, ja, Haltbarkeit 3, Behutsamkeit. Und es war Effi
4, ja. Gut, ihr seht also, man kann, wenn man Schwein hat, natürlich etwas reißen damit. Wir haben aber auch eine Auktion. Leider wollte bei uns noch keiner kaufen. Das läuft halt so ab. Ihr seht das hier, Lederjacke, Spinnennetze, bla bla. Ihr könnt dann einfach drauf klicken. Wir haben hier einige Sachen, die sind wirklich günstiger. Normalerweise diese Disco-Hose, wird schon nachgesagt, sie geht über 1 Million weg. Wir haben sie halbiert im Preis. Wir haben hier eine relative Lederjacke. Okay, wir können das Zeug auch nicht rausnehmen. Ich weiß nicht, wie man diese Auktion beendet. Ob man diese Auktion beenden kann, ob das vielleicht mal endlich jemand kaufen würde oder nicht. Müsste ich auch erstmal nachschauen, nachschlagen, nachfragen, wie das Ganze geht. Natürlich können wir hier auch andere Auktionen einsehen. Hier seht ihr zum Beispiel einen Beginner-Crate-Schlüssel für 10.000. Manchmal sind sie für 7.500 drin. Hier spezielle Spitzhacken. Ach ja, cool, Lamente. Es gibt ja auch besondere Spitzhacken, wie ihr seht. Es gibt hier verschiedene Sachen. Hier hat man sich wirklich sehr, sehr viel einfallen lassen mittlerweile. Hier gibt es natürlich noch, na, hier Diamantspitzhacken mit Reparatur, und dann gibt es noch andere. Das sind nur die allein für 7.000, aber die ich habe zum Beispiel, die ist dann Effi. Okay, die ist wieder mit Glück hier. Da, das ist dieselbe, die ich habe. Die wird hier auch für 7.1 angeboten. Allerdings, wie gesagt, habe ich auch schon welche für 14.000, 15.000 gesehen. Mit genau den Angaben, das ist halt immer so eine Sache. Dass man hier nicht genau sagen kann, okay, das ist das wert eigentlich. Sondern das sind einfach alle Schätzwerte. Jeder hat da halt, fragst du 100 Leute, sie werden 100 verschiedene Meinungen haben und 100 verschiedene Preise nennen. Das ist natürlich ja auch klar. Wer ist neu? Ja, ich bin eigentlich immer noch relativ neu, aber ich hänge es jetzt zwar nicht an die große Glocke. Ich melde mich jetzt gar nicht dazu. Mittlerweile kennt man mich hier auch zum Teil, und ich muss jetzt auch nicht übergeiern. Wir gehen aber jetzt mal zurück zum Spawn. Vielleicht finden wir da nochmal was Interessantes. Okay, eine Spitzhacke, eine Dings. Kaktus? Braucht man Kaktus? Bruchstein? Cookie nehmen wir mal mit. Komm, ein Schwert nehmen wir nochmal mit. Wir schmeißen hier verrottetes Fleisch rein. Etwas Erde. Wolle. Brauchen wir noch Kaktus? Nee. Warum hat man den Bruchstein so dämlich da drauf gepackt? So. Dann haben wir etwas rausgenommen und auch was für andere Leute reingetan. Es kann natürlich sein, dass es ganz interessant ist. Hier drüben haben wir übrigens diesen Tower, wo man dann bestimmte Dinge in der Auktion sehen kann und natürlich auch verkaufen kann. Aktuell steht da jemand, guckt sich das wahrscheinlich durch. Interessant ist auch hier, dass man sieht, dass hier Spieler sind. Und hier hinten haben wir übrigens die Portale, liebe Freunde. Wenn ihr also zu faul seid, irgendwie ein Portal zu... Na, dann könnt ihr auch einfach hier reinmarschieren. Zack! Und schon seid ihr dann hier. Hier gibt es diese Endertruhen. Ist eine ganz coole Sache. Allerdings ist das natürlich jetzt ein bisschen doof, wenn ihr dann eine Endertruhe braucht und ja, euer Zeug da reinschmeißt. Okay, hier hat jemand eine Schaufel verloren. Meine, danke. Also es ist halt etwas blöd, dass man die dann sozusagen einfach nach oben packen muss. Jedes Mal muss man dort an den Farmpunkt zurück, um einfach reinzukommen in die Endertruhe, wenn man jetzt keine zu Hause stehen hat. Und das ist halt das Doofe gerade aktuell daran. Aber man kann es leider jetzt nicht aktuell ändern. Ich habe jetzt auch nicht die Möglichkeit, mir... Okay, da kamst du her, interessant. Ich habe jetzt auch keine Möglichkeit, mir momentan eine zu craften oder so. Würde ich vielleicht auch gerne machen. Okay, ich höre immer wieder was, aber gut. Wie gesagt, das ist so halt das Ätzende im Moment. Wenn sie jetzt noch an mehreren Punkten stehen würde oder sie mit einem Befehl aufrufbar wäre. Von jedermann. Okay, es ist kein Mod da. Wir probieren es mal hier. EC. Und dafür brauchen wir den Rang Legend. In der Chest.
dafür brauchen wir den Rang-Legit. Ihr seht also, liebe Freunde, okay, die Musik ist schon wieder aus, ich krieg die Krütze. Ihr seht, das große, große Problem, was wir hier haben, ist, dass die Endertruhe einfach nicht zugänglich ist, sondern nur über den Farm-Warp-Punkt. Dementsprechend, wenn wir jetzt mal schnell irgendwie unterwegs sind in der Farmwelt und mal was reinpacken wollen und direkt weiterfarmen wollen, keine Chance, könnt ihr vergessen. Wenn ihr euch dann wegteleportiert, kommt ihr ja meistens nicht mehr zu dem Punkt wieder hin. Es sei denn, ihr lauft dorthin, wo ihr vorher wart. Das ist so ein kleines Manko momentan. Aber gut, es ist natürlich auch beabsichtigt, möglicherweise. Mich selber stört es nicht allzu sehr. Ich habe selten wertvolles Zeug. Ich meine, wenn ich wertvolles Zeug habe, dann geht's ab Richtung Heimat auf jeden Fall. So, aktuell warten wir noch mal, bis hier ein bisschen Laub weggeht. Wir helfen auch ein bisschen nach, wenn es geht. Da haben wir wieder ein Setzling für uns. Ja, liebe Freunde, wenn ich euch mehr aktuelle Änderungen, aktuelle Neuerungen oder generell einfach von diesem Server erzählen soll, lasst ein Like da und sagt mir vor allen Dingen, was ich als nächstes zeigen soll. Hier in Minecraft, ob ich eine Folge Mixelpixel, einen anderen Server oder Survival oder ähnliches zeigen soll. Das entscheidet ihr. Da gebe ich euch mal die freie Auswahl, die freie Hand. Also schreibt es einfach unten drunter. Des Weiteren, bitte teilt meine Videos. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Und für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, aber mir ab und zu mal zugucken, es wäre wirklich nett, wenn ihr mich abonnieren würdet. Ich würde mich wirklich darüber freuen und ich hoffe, dass ihr euren Freunden auch mal Bescheid gebt, dass sie mich abonnieren können und ich mich darüber freuen würde. Weil ihr wisst, der eine Hand wäscht die anderen. Wenn ich für euch weiter Videos produzieren soll und kann, werde ich das natürlich gerne tun. Allerdings geht das halt nur, wenn es mir auch Spaß macht, und es macht mir halt momentan etwas weniger Spaß, muss ich ganz ehrlich zugeben. Da wäre es doch eine faire Belohnung, wenn ich ein paar Abonnenten dazu bekommen würde. Ihr könnt also auch gerne Werbung machen. Ich würde mich wirklich, wirklich tierisch darüber freuen. Ich danke euch von Herzen, liebe Freunde. Mit diesen Bildern hier beim Fällen eines Schwarzeichenbaumes werde ich mich nun von euch hier verabschieden für heute. Schaut gerne immer wieder rein, schaut auch gerne meine älteren Videos an oder auf meinem Zweitkanal, der jetzt General of Death Uncut heißt. Dort sind dann halt ein paar Videos demnächst drin, möglicherweise. Aktuell, wie gesagt, kümmere ich mich hier gerade vorwiegend um diesen Kanal. Also, liebe Freunde, bitte, 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 haut ein Abo für mich raus, bei mir. Ich danke euch von Herzen. Habt einen schönen Tag, habt ein schönes Wochenende. Vergesst nicht am Sonntag den Stream um 19 Uhr. Ich würde mich wirklich freuen. Macht es gut. Euer General of Death, alias der Todesbaron, auf mixelpixel.net. Have a nice day.